Mit was hat dir Finn wieder genervt? Nichts. Er kam gerade zu mir und hat gesagt, wir haben Detective-Besprechung um 19 Uhr. Ja. Vor allem, er kommt zu dir. Aha. Ja, ich stand da halt gerade rum. Alleine, du warst ja nicht da. Habt ihr die Leitstelle Bescheid gegeben? Nee, mach mal bitte. Der Detective Overwatch fliegt Richtung JVA-Inseln. Ja, ruf aber unabhängig davon bei der Leitstelle ein, an und lass uns kurz auf Sondereinsatz stellen. Ja, na, die sind derlei beiden Detectives. Ja, aber Griffin hört nicht, ne? Ich komme gleich nochmal telefonieren. Ja, du kannst gleich nochmal telefonieren. Pack Griffin runter auf Detectives, sie sind alle im Sondereinsatz. Ist er schon? Okay, danke. Und was machen wir jetzt Ja. genau an der JVA? Also, Treffen für uns, Leitstelle, erstens wäre komm. es schön, wenn du mir nicht so ins Ohr brüllst. Was? Zweitens Wieder zweite wurde Flex, komm. gestern gemeldet, dass Ja, da einer check. mit Fallschirm gelandet ist. Deine... Daraufhin sind drei Streifen hier hingefahren und haben die JVA abgesucht und nichts gefunden. Und ich gehe einfach davon aus, dass das die größten Vollnasen waren, weil du kannst mir nicht erzählen, dass jemand in der JVA freiwillig landet und da nicht macht. Ist der in der JVA gelandet oder auf der Ne, sie ist Insel? hier irgendwo auf der JVA-Insel ist er gelandet, keine Also Ahnung. müssen wir nochmal alle Türme, alle Gebüschen und den Mülleimer hier unten bei der kleinen Insel auch überprüfen. Alles. Ja, wir fangen mit den Türmen an, hätte ich gesagt, und dann gehen wir kurz den Innenraum absuchen. Ach, Sturms, du weißt ja noch von früher, wie viele Orte es gibt. Oder ich lande kurz so, dass. Wir haben Sturms verloren. Streife 8, Oh. Leute, willkommen. Nein. Ja, wir holen ihn nachher ab. Fahrt mal bitte hoch ans SD, da steht der Kollege Kingston. Setzt euch mal mit dem zusammen auf die Streife Ja, der 3, ist komm. sowas Ist ja von mal draußen. nett, wir holen ihn nachher ab. Hier bei einer anderen Funkreis. Ne, wir Ja, bleiben und im hier neben 1er. Kingston noch auf. Denkt dran, So, Verbrennung, komm. in den ganzen Gebüschen Ja, können hier auch gemeldet, Taschen Leitstelle liegen. 3. Ja, ich laufe Perfekt. Richtung Türme, ihr Track, durchsucht die Leitstelle. Büsche. Lass ihn nicht allein in die Türme gehen. Ich will da alleine hin. Schnauze. Oh, ist nicht geladen gerade, cool. Okay, scheint mir normal. Ja, wir gehen runter. Ja, Strunz hatte ärgerlicherweise einen Game Crash. Mann hier rein. Ah, die ist verschlossen, die Tür. Komm, wir Check. gehen in den nächsten Turm. Das ist. Was zum Teufel, Junge? Er checkt mich einfach weg, Alter. Poste den bitte bei mir im Discord. Das ist ja zu gut. Ja, das ist der Einreisebunker in der Tat. Für den haben wir keine Schlüssel. Also wir können da zwar Über die rein, Grenze und ist aber danach nie wieder raus. Und einmal laden, bitte, danke. Ja.
Okay. Was zum Teufel? Was sind denn die Modder für versaune Schweinchen? Seite 1, fahrt mal bitte Richtung. Wir gehen mal rein. Fährt immer noch südlich. Immer noch südlich. Lass mich hier rein. Hier wäre halt auch wild, ne? Oh, man kann den echt nutzen. Kann den ja wirklich nur. Ist gerade oben. Ich muss auf den Zusehen, die Kameras. Was? Auf irgendwelche Kameras zu sehen oder so vielleicht. Ja, wo ist denn die Rasselbande jetzt schon wieder? Ding und ich sind drin, Kino nicht. Ich bin gerade im Computerraum. Also ich habe drei Schaufeln gefunden und ihr? Ja, wir haben nur die Tür mehr abgesucht bis jetzt. Draußen alle Büsche sind jetzt wieder sauber. Ich hatte drei Schaufeln in einem Busch. Okay. Ich packe die hier mal in den Spinnraum. Ja, mach das. In den Zellenbereich würde ich nicht reingehen. Da denke ich, ist nichts. Bist du ganz sicher? Ja, aber was soll denn da sein? Keine Ahnung. Ob da irgendjemand irgendwo einen Computerraum oder sowas aufbaut? Ja, ich meine, vielleicht irgendwas hingelegt. Weil das komisch, die drei Schaufeln waren auch außerhalb. Auf der Insel. In einem Busch, in der Tasche. Okay. Ja, vielleicht war das auch das, was man finden sollte, keine Ahnung. Dass da irgendjemand ausbrechen wollte, ich weiß es nicht. Aber von drinnen kommst du nicht an die Schaufeln. Das ist es ja. Ja, ich hab keinen Status. Alles gut bei euch? Lass in der Tat einfach wieder zurück. So, wir haben ja die Türme abgesucht und Schaufeln gefunden. Ja, kommt gerade. Hey, wir haben irgendwie drei Schaufeln gefunden, was auch immer die gestern gemacht haben. Wir haben auch eine Schaufel gefunden. Ja, was auch immer die gestern gesucht haben, auf jeden Fall waren die anders lost. Ja, yep, waren und, die. Und, ja, in den Türen war gar nichts, im Computerraum ist nichts. Und wie... 74, okay, also ihr fliegt schon wieder zurück. Ja, dann sind wir dann auch nachher wieder... Habt ihr auch die Türme abgesucht? Ja, wir waren in dem Turm. Okay. Ja, dann fliegen wir auch zurück, wenn wir eh gleich eine Besprechung haben. Warum auch immer. Ich hab keinen Dunst. Gespannt. Und wo ist Franz? Jo, bis gleich. Ciao. Und der andere Hubschrauber, sagt denn hier jemand auch Bescheid? Den habe ich gerade am Telefon gehabt. Ah, Strunz bei denen. Nee. Ist halt etwas rausgesprungen. Das geht. Hier unten war niemand beim Baum, oder? Nee. Ja, das ist auch noch eine Mülltonne. Ach, das hattet ihr gemacht. Nee, also, scheiß doch auf die eine Mülltonne da. Ja, gut. Wenn man da jetzt nicht zieht, so auf Anhieb, dann, wird da, denke ich, auch nichts sein. Ist halt verwunderlich, dass da einer mit einem fucking Fallschirm reinspringt und wir absolut nichts finden. Naja, ist auf drei Schaufeln. Ja, also... Wer macht sich den Aufwand und landet da mit einem Fallschirm und dann drei Schaufeln außerhalb von den Zäunen zu ziehen? Wo muss der abgesprungen sein, damit der... Mount Chiliad, reicht das? Helikopter vielleicht. Ja, oder so. Oder Flugzeug. Das Ding ist, Bugs hat ja auch noch eine Schaufel gefunden, also es waren vier sogar. Da unten
aus dem Boot. Ja, ja, der ist ja ansatzweise in Spanien. Also er hat eine Schaufel, ich habe drei. Das heißt, er hat vier Schaufeln. Also ich habe jetzt dort oben in den Spind gelegt, ist mir egal. Ja, ja, alles gut. Aber die Tasche habe ich behalten. Leitstelle für Streife 1 kommt. Der möchte einen Mülleimer untersuchen wegen Tuning-Teilen kommen. Check. Ja, gegebenenfalls. Ist er verdurstet? Hallo, aufwachen. Hey! Hey! Hallo! Ich rufe einen Medic. Hallo, steh mal auf. Hast du schon gerufen? Nee, ich kümmere mich gerade um ihn. Ich bin. Hallo. Soll ich rufen? Ja, ruf an. Was passiert hier? Hallo? Hey, komm zu dir. Ja. Hey. Vinny, was ist los? Vinny? Oh Gott, was denn? Was machst du da? Ich war gerade auf dem Klo. Hä? Was ist passiert? Geht's hier gut? Keine Ahnung, ich bin... Ja. Oh Gott. Ja, ciao. Ich hol die Medics oben mal, passt du an? Ja, ich kümmere mich um ihn. 9, 9, oh Mann. 9, 9, 9. Tut dir irgendwas weh, Sweeney? 9, 9, 9, oh, keine Ahnung, mein Kopf ein bisschen. Weißt du, was passiert ist? Ausgerutscht, keine Ahnung. Olaf, ich bin doch nicht... Zu fest gedrückt? Ich weiß es doch nicht, Sweeney. Halt zum Maulstahl. So, warum soll ich denn beim zu fest drücken umkippen? Es gibt eine Krankheit, das passiert wirklich. Ach das, ach Gott. Wir holen mal Mediziner, ne? Geklaut, wartet oben so lange. Tut dir irgendwas weh? Nein, mein Kopf ein bisschen. Dein Kopf, okay. Ich leg dir mal meine Schutzweste drunter, ja, damit es ein bisschen angenehmer wird. Danke. Passt es so oder ist es zu hoch? Nee, ist in Ordnung. Okay, brauchst du irgendwas zu trinken? Irgendwie, das soll ich dir irgendwas einflößen? Hunger, Durst? Okay, kann ignoriert werden, hat einige geschlossen. Oh, ich hab Durst, ne? Oh, ist alles. Körperverletzung, Diebstahl. Okay, pass auf, ich hab hier noch ein bisschen Wasser, ja? Ich füll das kurz noch auf und dann schütte ich dir. Na da. Ich hol kurz Wasser. Hey! Ja. Hast du schon wenigstens gegessen und getrunken? Vielleicht zu wenig getrunken. Oh wow. Mach mal Mund auf, Sweeney, ich schütte dir da ein bisschen was rein. Oh wow. Oh. Wie so ein Kind, ne? Wenn du da nicht aufpasst, ne? Ja. Wie oft ist das schon passiert, ey? Wusstest du, dass Freddy eine Liste hat über alle Officer mit Rang und Nummer und bla bla bla? Was, Freddy hat eine Liste mit allen Rang und Nummern und bla bla bla? Ja. Nee, höre ich zum ersten Mal. Von allen Officern? Echt? Weißt du das? Ja, weil er mir das gerade gesagt hat. Er wusste, welchen Rang ich habe, Education Captain. Ich meine, gut, das war nicht alt, aber da stand schon Lopez statt Winter drin. Konnte mir von sämtlichen Officern Name, Rang und so weiter sagen, Department und ja. Ah ja. Hm? Und er sagte, ja, es geht ja schon mal ein Officer und der gibt dann so Listen raus. Ah ja. Ja. Was? Ja. Wer ist denn das nebenan? Ich weiß es nicht. Ich will nicht nachgucken. Ja, ich guck da nicht rein. Ja, gut, für die Leitstelle. Geht's hier gut da drin? Das klang nicht gesund. Das kam nicht von mir. Okay. Was ist denn los? Nichts, alles gut. Aber da liegt jemand. Ja, wir haben uns schon um ihn gekümmert in der Tat. Oh, okay. Ja, dann weitermachen. Nee, ich bin fertig, ich bin leer, danke. Okay, ja. Das wollte ich nicht wissen. Ja, auch nicht, hallo. Mann. Ja, nee, danke für dein Follow, grüß dich. Ja, aber das wundert mich nicht, dass die so Listen haben. Jojo. War ein bisschen erstaunt, weil, ja. Er sagt, der hätte schon ewig, aber da stand hinten halt schon Lopez und nicht Winter und irgendwas, ja.
Da stand schon Lopez? Ja, ja, aber also noch Captain der Education. Kann nicht so alt sein, ne? Ja, eben. Und das ist nach Rang sortiert. Also ich stehe womit weiter oben. Also die erst so Chief und Commander, dann halt Captains und dann halt von 10, 9, 8 und so weiter bis 1 runter. Okay. Hat derjenige wirklich ordentlich noch sortiert vorher. Sehen wir das in den Logs? Nee, ne? Wenn man nach Personen hat. Er hat weil er im Gegenverkehr stand, der Idiot. Hey. Nee. Warum liegt der dran? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht zu fest gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Ich hab dich zu fest gedrückt. Fick dich. Ich gehe dann mal raus. Oh. Hilfe. Okay. Warte Hilfe. Mal. Hi. Ich fahre noch nie mit dir auf so engen Raum. Was ist passiert? Mir ist gerade schlummrig einfach vor Augen geworden. Kein Wunder bei dem Klo hier. Mhm. Aha. Okay. Genug gegessen, getrunken heute? Nein. Ich habe ihm schon ein bisschen Wasser in den Mund gegeben. Ich hoffe richtiges Wasser und ihn, nicht... Ja, natürlich. Okay. Ich zwinge ihn jetzt künftig einfach die ganze Zeit zu essen und zu trinken. Er kriegt stündlich Kontrollanrufe von mir. Vini, soll ich für dich auch Lunchpakete machen? Nein, brauchst du nicht. Alles gut. Okay. Leitstelle geht mobil. Das ist mein Guter, ich danke dir. So, ist okay. Ein sehr, sehr geiles Bild geworden. Leg ich dir jetzt erstmal gerade einen Zugang, dass du ein bisschen Flüssigkeit bekommst. So. Dann bringen wir dich gleich mal hier erstmal von der Schüssel weg. Eliza, eventuell haben wir auch gerade noch irgendwelche Flatterenzen gehört. Ich weiß nicht, ob das... Das war nicht von mir. Ja, hast du vielleicht also einfach Stahl, seinen Bauch. Also Stahl, wenn du so weitermachst, ne, machen wir gleich mal bei dir eine rektale Untersuchung. Nee, was soll ich dir sagen? Da war halt jemand auf dem Klo, das Vini liegt hier und man hört die ganze Zeit irgendwelche komischen Flatulenzen, die ungesund klingen. Was soll ich dir sagen? War Schäuble hier? Nee. Okay. Also, weiß ich nicht, vielleicht tastest du seinen Bauch mal ab, nicht, dass der verhärtet ist oder so. Stahl, geh mal runter. Du hast erwartet, ich übernehme hier. Ich war noch nicht mal auf dem Klo, weil ich das Vini hier gefunden habe, Mann. Dann geh doch nebenan in der Kabine. Du musst doch jetzt nicht in dieselbe Kabine, wo Sweeney liegt. Ich dachte schon, Stahl wäre ins Klo gefallen. Nee. Das ist so unbeholfen. Sweeney ist wohl bewusstlos. Muss man bei dir noch halten? Nee, aber hallo, ich geh doch jetzt nicht hier aufs Klo, wenn hier 5 Menschen drin sind. Was ist denn mit euch? Dann geht's auf Frauenklo, Mensch. Bist du besoffen? Nein. Ja, dann mach von mir aus in die Hose. Dann geh du einfach kurz mit. Ich muss gleich wirklich echt dringend aufs Klo. Oh, mio, so. Okay, ich ja, glaube, dann geht's halt mit raus, ja? Ich denk mal, das ist eine gute Idee. Pass auf, ich helfe dir mal hoch. Komm. Mach mal das Patschehändchen. Dann bringen wir dich hier raus, Vini. Wir warten einfach noch. Ich bin da nicht drin. Also, hallo, könnt ihr mal alle von der Tür weggehen? An deiner Stelle würde ich ihn echt mal abtasten, ne, Eliza? Komm mal von der verdammten Tür weg. Also, ich taste dich gleich ab und zwar rektal, Kollege. Ohne Witz, das klang nicht gesund. Er hat auf den Kollegen da drüben geschoben, aber der hat gesagt, er ist schon längst fertig. So, was soll ich dir sagen? Was willst du eigentlich? Mann. So. Ja, ich will auch wissen, ob er einen Kack. Da mal eine andere Frage. Warum ist eigentlich eine Frau auf dem Herrenklo? Weil die Medizinerin ist, was ist mit dir? Der da hinten ist ja auch bestimmt auch Mediziner, oder? Er darf nicht, er ist auszubilden. Er muss nur von mir lernen. Jetzt hast du aber eine Diskussion angefangen, Alter. Ich geh nicht mehr. Scheiße. So, weitere Fragen. Herr Stahl. Weiß nicht. Nein, nein. Definitiv nicht. Kennt mich, du Idiot. Richtig. Ich hab seine Nummer. Ich bin die PD36 Monty Kasum. Lüge, ich kenne Monty. Ich hab auch seine Nummer. Ich bin schon ein bisschen länger hier. Ich kenne so ein paar Idioten. Also, ja, ich bin Jack Roy, PD82. Nein, ich weiß, wer du bist. Ne? Wer bin ich denn? Ich muss mal weiß kurz, nicht, ob ich das jetzt offen sagen will, aber ich wollte dir eigentlich einen Muffin geben mit Füllung und dir sagen, viel Spaß beim Auslecken. Du hattest nämlich ein Gespräch mit Tanuki. Ich weiß, wer du bist.
Verdammt. Scheiße. Mann, jetzt benimmt euch mal. Wenn das Bild mal guter Lapper wäre. Mann, Junge. Ist nix. Er darf dich nicht mal hinten. Nimm links oder rechts. Frag einfach dich und nimm die rechte, okay? Nimm die rechte oder die linke, ist völlig egal. Die nimm... Mach einfach nicht die mittlere, danke. Mein Gott, wenn ihr Verstopfung habt, dann sollt ihr doch woanders gehen. Das hat der Chief doch gesagt. Ja, ja der Chief, der liegt in der mittleren Kabine. Ja. Ich merke. Alles, ich weiß von nichts. Tschüss. Sag mal, Frau, mehr ein Klo. Wo sind wir denn hier? Ja, was machst du eigentlich hier? Musst du aufs Klo? Nee, ich glaube, mich um meinen Vorgesetzten. Ja, dann raus. Wow. Ja, das ist das Bild. Und Stahl? Raus. Ja, Stahl, siehst du auch raus? Nein, raus. Ich muss aufs Klo, was mit euch? Dann geh jetzt auf das linke Ding. Wieso hier sind zwei Frauen. Eigentlich? Zwei Frauen sind in dieser Toilette, als ob ich jetzt aufs Klo gehe. Wo ist das Problem, wenn man nicht pinkeln hört? Ich will das nicht. Dann geh raus. Ey, Alter, warum bin ich hier? Kommt der nächste. Reicht euch mal Zammel jetzt. Sag mal, ist jetzt, was ist denn Hilfe? So sieht's gut aus, oder Chat? Was sagt er? Low-Konferenz. Aber wir, du bist laut, ne? Leute stehen, Alter. Ja. Okay. Das soll gut aussehen. Aussehen vor allem. Was ist nun? Ist er tot? Nein. So. Also, ohne Witz, Elena, ne? Ja. Das klang nicht gesund. Was? Ja, seine, ne? Seid ihr schon so weit, dass ihr gegenseitig, ne, diese... Sag mal. Also, ich will dir nicht zu nahe treten oder so, aber das klang echt nicht gesund. Du kriegst gleich wirklich Finger pro Mexiko, ne? Nee. Sollen wir das mal ausdiskutieren, gehen wir eben so eine Ecke? Komm mal mit. Nee. Na, da ist besetzt, verdammte Kacke. Ich will da nicht rein. Sprech mich ja nie wieder damit an. Okay. Guck mal, Herrn Sweeney, helf mir mal bitte da raus. So, geben Sie mir mal die an und ich stehe mal auf. Eklig, ne? Ich will gar nicht wissen, was du mit Lilly alles so treibst, ey. Was? Irgendwelche komischen Spielchen. Wir werden jetzt bestimmt mal rauslaufen aus der Kabine, dass wir mal rauskommen. Ja, weil du mich so fragst danach. Hä, nee, ich wollte einfach nur wissen, ob er halt schon vor dir furzt. Was soll ich hier sagen? Wow. Alter. Hallo. Ja, vor mir hat er es halt jetzt getan, so, was soll ich hier sagen? Bitte? Gott. Ich glaube, ich gehe ja nach oben, da steht Freddy. Hallöchen. Ein angenehmeres Thema, als hier zu stehen und dir zu reden darüber. Soll ich mal hingehen und sagen, hallo, was ist genau? Freddy. Irgendwas. So. Nein. Wie kommst du denn jetzt hier rein? Warum hast du das für die? Helfen dir jetzt mal. Ich laufe da seit Tagen mit rum, das ist schrecklich. Was steht da hinten drauf? Tactical Unit. Oh. Hat mir Spaß gegeben. Können wir irgendwo hin, wo nicht so viele Leute sind, wenn es wenig ist? Ich muss halt aufs Klo. Ich muss hier auf Toilette. Nein, geht jetzt nicht. So wie du dich anstellst, ich pinkel mich gleich ein. Ja, dann nehmen es Darmtoilette. Darf ich das? Ja. Okay. Ja. Aber nicht ins. Oh Gott, nicht ins Waschbecken pinkeln. Oh. Das war's mit der Darmtoilette. Oh, kommst du mal mit mir raus? Perfekt. So. Obacht, auf Seite. Wir gehen jetzt einfach mal irgendwo anders. Hey, wieso kommen denn jetzt hier dauernd Leute rein? Was ist denn hier los? Gehen mal raus auf den Gang. So, ich gehe jetzt aufs Klo, danke, tschüss. Was zum Teufel, ey? Hausnummer 5 oder 6 brauchen wir. Ja, King? Ich habe was Wichtiges für dich. Ich kenne das schon. Also, ich war ja mit Tassel im Personenschutz unterwegs, ja? Ja. Du weißt doch, wie Schäuble immer so Sachen sagt wie, ja, dann knallt die ab oder so, weißt du, diese typischen, so. Wo ich mit der unterwegs war, hatte Schäuble das nämlich so Sutherland gesagt, dass er CCS eine Nachricht geben sollte in Richtung Morddrohung. So.
aufgrund dieses Tons fand ich das tatsächlich nicht so relevant. Okay. Also ich war in der ganzen Sache mit CCS damals dann ja auch noch nicht so ganz drin. Ja. Jedenfalls, wofür steht der Läufer? Was glaubst du? Wofür ein Läufer stehen könnte? Sachen hin und her schieben. So, was wird oft hin und her geschoben? Geld. Wofür steht Schäuble? Geld. Womit muss denn das Ganze finanziert werden? Vielleicht mitlaufen, dass man mich nicht alleine lassen muss. Was ist denn der Läufer Schäublenes? Und damit vielleicht eben irgendwie in Richtung Buchhaltung geht von CCS. So, das ist die 6. Das ist eine gute These. Merkt ihr das mal für morgen? Ja, mache ich. Schreibe ich mir auf den Blog. Gut. Los. Ciao. Gehört? So, wo ist die 5 und die 6? Ich habe nichts gehört. Also hier. Das ist die 6. Ja. Scheint aber frei zu sein. Okay. Und die 5, da ist die Tür auf. Da ist die Tür auf? Komplett, ja, da kannst du reingehen. Da sind noch Kameras, ne? Geh mal hier lang. Hier scheint aber einer viel mit PCs zu machen. Kameras, hier sind doch Serverschränke. Was ist das? Bugs? Ja. Komm mal, Amarillo Hood, alter Amarillo Hood. Was mache ich da? Mit einer Kamera und nimm Strunz mit. Oh mein Gott! Ja, Strunz. Ja, ist okay, ich brauche nicht sofort auf mich. Boah, bin ich erschrocken. ja, du siehst unser Auto hier. Komm mal hier hin, bitte. Boah, bin ich erschrocken. Leckt mich am Arsch. Tschüss. Sparks, dann komm runter mit der Alter! Alter! Ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Boah! Du kannst gerne hier mitkommen, wenn du möchtest. Da war übrigens noch eine Tür links. Kasum übrigens auch, also ihr könnt alle vier, wenn ihr zusammen steht, hierher kommen. Ich wollte jetzt nicht weitergehen, weil, ne... Alter. Mein Herz. Aber wir sollten mal gucken, ob noch ein Hintereingang ist. Nicht, dass da irgendeiner was rausholt. Kommt zivil hier hin. Also im Prinzip ist es völlig egal. Es kommt einfach schnell hier hin. Alter, mein Herz. Ja, das ist das Haut von Eduard Zappelberg, dem alten Hacker von damals. Und da stehen halt PCs und jetzt halt auch eine Bombe. Kommst du jetzt oder nicht? Hier kommt noch jemand, kommt mal wieder raus, vor bitte. Was ist denn das hier plötzlich so interessant, wenn wir hier sind? Oh, aber hinten ist auch eine Tür, nicht, dass da irgendeiner was rausholt. Was, hinten ist auch eine Tür? Oh nein. Oh holy shit, warum sind da so viele Dispatches? Ja, das waren jetzt 1043. Müssen die eigentlich anfahren, ne? Wir brauchen Fotos von da drinnen, dann kommt mit rein, wir machen Fotos. Schick Sparks hier hin, der soll hier Fotos machen, wir fahren da hoch. Sparks, ich schick dir einen Dispatch, ja? Ja. Dieses Haus da drin, alles fotografieren. Scheint nicht mehr aktiv zu sein. Ah, okay, dann kommen wir. Ja, ist wieder aktuell sicher hier. Die sind Richtung, Richtung Ammonation wieder abgehauen. Ebenfalls hat der Motorradfahrer einen Schuss in den Rücken bekommen. Also mal das FD verständigen, ob der eventuell jemand eingeliefert wird mit einer Schussverletzung. Frage, müssen wir noch anfahren oder ist die Tür nicht mehr aktiv? Negativ, ist aufgehoben. Für euch zur Info, Richtung West Highway, also Richtung Ost Highway, kann man
Deck entgegen. Haltestelle für die 37 kommen. Die 15 hört in Vertretung. Der Dispatch in der East Side in der Amarillo Hut, bitte einmal auf gelb setzen, ist ein Orientierungsdispatch, komm. Ja, check. 37 Ende. Wo war die Tür hinten? Viele Kameras und alles, ne? Ja, wo war die Tür hinten? Striper Actor mit einer Information. Eine Berg in der Nähe von der Dispatch ist eine Bike. Keine Ahnung, ob die aufgeht von innen oder so, eintreten, keine Ahnung, wer weiß, ob die dafür einen Schlüssel haben. Ja, wir warten mal vorne. Nicht, dass hier irgendeiner was rausschleppt. Ist das übelst verkabelt, das ganze Haus. Ich hab eher so ein bisschen Angst vor dem Kanister ganz hinten. Könnten das die Dinge sein? Strunz war da mit drin, ne? Der kommt safe mit hier hin, der kann das beurteilen. Warte noch, nicht, dass da irgendwas hochgeht, weil er dich irgendwie auf Kameras drin sieht oder so. Geil. Hab ich was, da war ja links von dem Ding war nochmal eine Tür, was da noch war. Muss ich mal ganz. Eine Alarmanlage schon aus, da soll, ne? Da oben ist ein Alarm. Was Sparks, wie lange braucht ihr ungefähr noch? Ah, da kommt. Ich dachte, der wird jetzt voll auf den Wii. Let's try to detect it. Ich hab's auch gedacht. Hallo. Ja. Ja, kann man dann später machen, ja. Wir brauchen von alles Fotos hier, ich hol. Uns, komm hier rein, bitte. Wir brauchen deine Augen kurz. Du warst da gestern mit dem FTP. Ja, ich muss jetzt auflegen, ich muss Bilder machen. Okay, tschüss. Guck mal da hinten. Uns? Ja. Du hast ultra viele Kameras drin, ne? Ja, das könnten dieselben Behälter sein. Nee, sind's nicht. Wenn ihr von weit von unten meint. Also von wo meint ihr? Wo meinst du dieselben Behälter? Ja, aus Dingens. Human Labs? Nein, das sind Bierfässer. Sind Bierfässer. Echt? Ja. Ja, also mit Warum? Bier hat das Ganze hier sehr, sehr wenig zu tun. Ja, aber das sind verdammte Bierfässer und sonstige Getränke. Und da rechts unten ist eine Gasflasche. Ja, und alles ist an einem System angeschlossen. Ja. Da kannst du aber auch Wasser drin haben. Ja, unabhängig davon machen wir von allem hier drin Fotos. Offen? Wir mal gucken, ob das Live-Aufnahmen sind von der Kamera. Was ist denn das hier für ein Code? Oh. Aber Bilder einfach nur, ne? Ja. Oder ein altes Video. Eine Live-Aufnahme. Ist doch vor der Tür, oder? Müsste die Tür vorne sein, ja. Alt F4 for Free Beer. Grüße dich, guten Abend. Ja. Ja. Und? Swiss, siehst du mich oder uns? Haupteingang, oder? Nee. Scheinen irgendwelche Bilder zu sein oder irgendeine alte Aufnahmen. Max, was wollten die an der Detective-Leitstelle von dir? Auf diesem Laptop, auf dem Bett gesehen. Max? Ja. Was wollten die an der Detective-Leitstelle von dir? Ja, irgendwas wegen der 1099 da rum. Dann nachher hinfahren. Naja, machen wir gleich. Ey, wir haben da unten. Lassen wir einfach nicht drüber reden. Was denn? Reicht einfach alleine an, wenn du sowas sagst. Weil ich 100 Jahre auf alle warten muss, bis sie eingestiegen sind. Ihr lasst irgendein Signal hier durchlaufen, guck mal.
Dann gib mal zur Seite, damit Sparks Fotos machen. Wir hatten gestern unbekannte Chemikalien, ne? Ja. Auf dem Ding steht eine Kiste mit der Aufschrift Zombie-Ausbrüche. Ja, schauen wir die Kiste daneben an. Da unten ist auch ein Karton mit FOB. Ja, war nett, euch gekannt zu haben. Ich bin immer weg. Lass mich hier raus. Ja. Bevor hier irgendein Gas rauskommt. Warte, das hat er denn jetzt schon Penis? Yep. Hab ich mir auch gedacht. Ja, wir fahren morgen hier definitiv hin, Miss Hatterlein. Jetzt müssen wir. Ach, war das so hoch? Zu der 1099 wahrscheinlich spuren. Ach so. Junge, anders wild. Und Türen sind versperrt. Weiß ich nicht. Ach du, aua. Aufpassen, Tür. Vor allem, wir sind so heftig. Wir sind so heftig erschrocken, ne? Wir waren da drinnen, kommen hier raus, plötzlich steht einer vor der Tür. Ich hätte den fast über den Haufen geschossen. Ja, stand wir standen hier. Keine Ahnung, irgend so ein Typ. Scheinbar, also der hatte Crips-Tattoo. Testbugs hatten sie in der Kamera jetzt dabei, das war eben unsicher. Wolltest du das sagen, Strunz? Ja, was? Wir hatten eine Kamera dabei, richtig. Unbekannten Gase, ich habe ne? sogar zwei Kameras dabei. Ja, doch. Und hast hier dann der Benutzer da drin. Ist eine Kiste drin, da steht Zombie-Outbreaks. drauf. Hoch, ne? Ja, wir fahren zur 1090 hoch, um da Spuren zu sichern.